So, meine lieben Kinderchen da draußen, hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Star Wars Republic Commando. Wir waren zum Letzt auf der Venator-Klasse und sollten unser Team wieder zusammensuchen. Das ist uns hier gelungen. Alles klar. Öffnen Sie die Tür, Data. Natürlich, Sir. Und eben dachte ich gerade, wow, weil ich schon mal falsch gestartet habe. Das müsste sie aufhören. Aber hier sind ja die... Perfekter Schuss, Kamerad. Echsenmenschen, ich hab den Namen vergessen, verdammt. Immer wieder vergesse ich den Namen von diesen Echsenmenschen. Eine Kontaktmine, scheiße. Nimm mal da auf. Abmorksen! Die Sklavenhändler auf jeden Fall. Dies ist ein Sperrgebiet. Ich hab echt den Namen vergessen. Automatische Sicherheitssysteme sind online. Ihr wisst, was das bedeutet. Mehr Geschütze. Ja. Gehen wir rein, leise. Brechen Sie die Tür auf. Feuern! Oh, hier ist ein Bug da. Bin okay, geht's. Platzieren Sie Einsatz. Gesichert. Achtung, Granate. Durchbruch erfolgt. Gehen wir. Du verarschen, Digga! Ich brauch Backdauer! Was geht denn da ab, Mann? Oh! Roger, Roger! Nein! Rette ihn doch, Junge! Genehmigt euch Bagda, weil Nase juckt! Hole Bagda, los jetzt! Weil Nase juckt immer noch! Immer noch! Kennt ihr das, wenn das nicht mehr aufhört, mit zu jucken? Okay, los geht's, Kinders! Lass uns hier rein! Ich mache jetzt weiter! Ja? Der Detonator ist scharf! Gesichert. Na dann. Uff. Noch ein Träger für Kampfdruiden. Wohin kriegen die Trandoshaner die ganzen Waffen? Trandoshaner, danke schön, lieber Kollege. Also, super Kampfdruiden. Wir werfen noch mal Granaten. Nimm das. Und das. Yay. Feuer! Mach sie tot! Du! Nix! Noch einer! Nimm das! Nimm das! Ich hab keine mehr! Gib nicht auf! Klon! Gib nicht auf! Yay! Was ist hiermit los? Soll ich das selber machen? Ich hab mich selbst nicht gejagt. Nein! Ich dachte, das Ding war noch gar nicht rangekriegt. Ja, ja, komm. Bin jetzt 238. Ich brauche Hilfe, Kommandos. Oh, zum Glück hab ich euch. Ihr rettet mir das Leben. Wer hat alles Bock auf Bagda? Was? Achso. Wann? Der Bagda kann sich noch da. Dom, dom, dom. Diese Tür führt zur Brücke. Tun wir. Wir sollten mit einer Begrüßungsfeier rechnen. Auf jeden Fall. Jetzt erledige ich habe keine Motivation mehr. Nee, keine Granaten mehr. Wenn ich sie nicht vor dir erledige. Du bist bloß nicht so was? Stark aus Zählen dazu, vergiss oh, ja. Mir Deckung zu geben. Das könnte hässlich werden. Okay, alles klar. Los, mach sie fertig, die Trandoshaner können wir später erledigen. Granate! Oh mein Gott! Was machst du da, Kollege? Mehr davon!
Super Kampfdroide! Vernichten wir ihn! Los jetzt, Kumpels! Wir müssen besiegen! Warum? Der sagt, wir müssen sie erledigen, bevor wir 3-8 helfen können. Ich hab bloß das Gefühl, da lebt keiner mehr. Wir sollen einen Kolonos. Ach, schade. Ja. Nochmal. Letzter Spielstand. War aber viel, ne? Kann das sein? Ja, das Ganze nochmal. Diese Tür führt zur Brücke. Delta, wir sollten mit einer Begrüßungsfeier rechnen. Okay. Jetzt erledige ich erstmal reihenweise Feinde. Na, das ist doch gut. Wenn ich die nicht vor dir erledige. Ach, du bist bloß nicht so stark aus Fehlen, dass du vergisst, mir Deckung zu geben. Eskaliert. Wie der sich da einfach verpisst. Granate! Ich hab doch gesagt, du sollst dich hier verpissen, Mann. Verdammte Trantos. Scheiße. Auf dem Weg! Danke für die Hilfe, Delta. Mein Gott, wieso rennt ihr da alle rein, ihr dämlichen Hunde? Mein Gott, der braucht lange, um uns zu fallen hier. Okay, ganz gut. Alter Vater, so aufstehen, du fauler Hund. Das geht so nicht weiter. Ihr müsst wieder überleben und weiterkämpfen für die Republik. Für den Kanzler. Das sieht aus, als wäre das hier noch nicht alles. Ja, dann mach doch mal was, du kleiner, dreckiger Bastard. So, kommt hier, einmal Bagdad-Füllung abholen hier. Brauch was. Bitteschön. Prozedur einleiten, Delta. Ich dachte, Sie wollten mich fragen, Sir. Sieht jemand den Störsender? Vielleicht da oben. Fixer rennt schon mal rein. Ist er bescheuert? Kein Problem, Fixer. Ich sag nie nein zu Bagda. Fixer? Du bist ein. Egal. So. Geh in Deckung. Die Trandoshaner da. Essen fliegen den ganzen Tag. Störsender lokalisiert. Roger, platziere Sprengsatz. Für weitere Störsender. Noch mehr Droiden! Deckung! Gib los, Deckung, wo kommen denn alle her? Ich lade nach. Sprengsatz ist scharf, Ding. Achtung, Granate. Ich habe auch keine Granate, kein gar nichts. Ich bin munitionsmäßig völlig am Arsch. Komm auch noch hoch. Meine Fresse.
Will da niemand auf den scheiß Droiden schießen? Kein Problem, Jungs. Ich mach das alleine. Mit einer Pistole gegen einen Superkampf-Droiden. Das hab ich früher schon gemacht. Für mich meine leichteste Übung. Leute, da steht ein scheiß Superkampf-Droide. Ziel eliminieren. Habt ihr keine Lust? Na dann nicht. Wir haben die Brücke erreicht und den Störsender ausgeschaltet. Ich höre mich hören. Laut und deutlich, Treuer. Ich greife auf die Systeme des Schiffs zu, um seinen Status zu überprüfen. Oh. Wollte 7 eigentlich retten. Aber 7 wollte nicht gerettet werden. 3-8, in Hangar A steht ein Schiff der Sklavenjäger. Sind Sie Trandoshanern begegnet? Kann man so sagen. Jeder Menge Kampfdroiden. Den Trandoshanern ging es während des Krieges nie um Politik, sondern um Wookie-Fälle. Was machen die dann hier? Und warum verkaufen die Separatisten den Sklavenhändlern Droiden? Ich werde die Logdateien analysieren. Kümmern Sie sich einstweilen um Hangar A. Okay. Ich habe mich in die Systeme des Schiffs gehackt. Jetzt kann ich einige Funktionen von hier manipulieren. Oh, unbedingt eine Bacta-Ladung hier. Wir sind hier mehr tot als lebendig, Leute. Wartet, hört ihr das? Irgendwie ein Stoßdruck? Ziel eliminiert. Der nächste bitte. Was für geil! Schrotflinten-Action! Bill! Hallo! Da gibt's Bagda hier, komm, lass uns an die Platte. Was sind das für Typen? Trandoshanische Söldner. Sie sind militärisch ausgebildet und gut, unterschätzen Sie sie nicht. Ich bin aber auch militärisch gut ausgebildet ein bisschen. Upsi, pupsi. Hat sie einen von uns erwischt? Diese Kerle können sich überall verstecken. Immer schön langsam und vorsichtig. Los! Okay, today. Hier steht das Klappe. Dankeschön für die Motivation. Data, dieses Schiff enthält unendlich viele Daten über die Trandoshaner. Ich weiß, es hat alles aufgezeichnet, was an Bord passiert ist. Keine Bagdad-Tanks? Jede Waffe, jedes Manöver. Die Republik würde Monate brauchen, um diese Daten auszuwerten. Und die Wookies könnten sie dazu verwenden, die Oberhand über die Sklavenhändler zu bekommen. Yippie, eine Wookie-Lebensschuld für alle! Voll im Wookie-Fellhandel, Alter, hör mal! Momentchen, Popentchen. Wo schießt der hin, Junge? Schön die Star Wars Musik, die nachher noch irgendwie rausgeschnitten werden muss. Schade. Okay, sie kommen. Super Kampfdroiden. Eliminieren. Ich geh ran. Feuer! Das sind 3 Stück. Ich geh wieder weg. Ist es ein scheiß Druidenkrieger oder was? Komm, verschafft mir Zeit, Leute! Ich dachte, ich kann es ja mal spielen. Aber ich glaube, die schaffen das nicht irgendwie. Die 3 Superkraft-Druidenkrieger zu schießen. Ich dachte, das heißt, es kommen einfach diese Druidenkrieger. Da kommen einfach immer mehr und mehr und mehr und mehr. Und wenn da Superkraft-Druidenkrieger sind, dann ist es echt schon scheiße. Ne? Guck, da kommen wieder welche. Die Dinger müssen eliminiert werden. Ja, wie sollst du das denn machen? Ja, hör mal. Na komm.
Data, dieses Schiff enthält unendlich viele Daten über die Trandoshaner. Ich weiß, es hat alles aufgezeichnet, was an Bord passiert ist. Jede Waffe, jedes Manöver. Die Republik würde Monate brauchen, um diese Daten auszuwerten. Und die Wookies könnten sie dazu verwenden, die Oberhand über die Sklavenhändler zu bekommen. Oh. Eine Wookie leben soll für alle. Wir müssen das Schiff in einem Stück nach Coruscant bringen. Das sind zwei Träger. Komm, mach schneller, Junge! Fick dich doch, Alter! Komm! Eine Sekunde noch, Mann! Feuer! Mach ihn doch kalt! Yay! Abbau! Leck mich auf Kümmel, Alter. Das ist ein guter Schuss. Ich lade nach. Ziel eliminiert. Ein zweites Mal sieben. Nein! Angriffsformation einnehmen. Warte. Was macht der denn da? Oh! Oh Mann! Scheiße, Kontaktmine. Kontakt. Helderlieder, bringen Sie Ihre Einheit auf Trab. Willst du mich verarschen? Mann, der andere lebt ja noch. Scheiß Dreck! Rückzug! Ich hab auch nichts anderes hier. Womit soll ich die denn bekämpfen? Abgesehen von scheiß Schrumpflitten. Mein Gott, das ist zu viel. Lag nach, die Scheiße. Alter, fick die Henne. Mann. Und ihr seid mir so ein super Delta-Trupp, Alter. Ja, steh mal auf. Tut hoffentlich ziemlich doll weh. Alles muss man hier alleine machen. Oh, das war gut. Helft ihm. Bewegung. Ich bin bereit. Jetzt wäre mal Munition ziemlich geil eigentlich, ne? Hier, weil irgendjemand fehlt hier noch. Ist alles klar. Bug da so, das wäre auch noch mal geil. Hier, was ist hier? Mir nicht. Momentchen. Verdammt, deine Mine! Ah! Auch mal wieder Blaster-Dingen zu haben, das wäre mal ziemlich nice, ne?
Jupiter. Interessant. Nein, 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 nein. Das ist ein Bagdad. Bagdad-Tank gefunden. Bagdad-Prozedur einleiten, Delta. Bin dabei. Der hier ist tot. Wieder Motivation eingesammelt. 07 ist kampfbereit. Ja, los, alle bitte. Beeilen Sie sich, Delta. Ja, Sir. Gentlemen. Mir geht's gut, Delta. Humpeln Sie nicht rum, nehmen Sie Bagdad, Soldat. Jawohl, Sir. Gentlemans. Kommando geheilt. Ja, 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 ja. Okay, los geht's. Ich meine, wenn, ne, dann hab ich mir das ja am allermeisten gesagt. Ich erwarte eine zündende Lösung, Deltas. Platziere Sprengsatz. Eine zündende Lösung, das ist ja witzig. Sprengsatz ist scharf. Auf Ihr Zeichen, Granate. Rein da auf sie mit Gebrüll. Ja, das war. Hallo, hallo, hallo. Dachte, das sind Sprengminen. Sprengfässer. Dingens. Vielleicht sind schon alle erledigt. Sklavenhändler Delta. Kein Problem, so. Kommt was. Hey, Leute, wartet, 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 wartet. Achtung! Wir sind wieder im Geschäft. Ich brauch Ohr. Delta 3-8, ich habe die Kommunikationslisten des Schiffs analysiert. Die Trandoshaner haben ein Treffen mit den Separatisten vereinbart. Toll! Die übergeben das Schiff? Ich werde die Republik um Unterstützung bitten. Rücken Sie einstmalen zum Hangar vor und zerstören Sie ihn. Was so? Achtung! Hinterhalt! Unterstützer! Ich mach ihn kalt! Nahkampf! Unterschlag, Sir! Achtung, sei dein Arsch! Das war erst der Anfang. Einer weniger, Kommando! Sie ja! Haben den Aufzug mit einem Sprengsatz präpariert. Wir sitzen im Zellentrakt fest. Position halten, Delta. Ich überprüfe die Baupläne des Schiffs. Nur damit ich das richtig verstehe. Die Trandos haben dieses Schiff gestohlen, um es den Separatisten zu geben, um Kampfdrohnen zu kaufen. Was will ich denn? Räumung Bahnladen. Und tote Hexen sind gute Hexen. Genau. Warum fühle ich mich nur wie ein Nerf in einer Gockert-Höhle? Delta 3-8, der Zellentrakt hat einen automatischen Schließmechanismus. Ich wollte eigentlich mal ganz kurz... Das funktioniert nicht. Einige Schaltkreise scheinen beschädigt zu sein. Finden und reparieren Sie die Schaltkreise, um den Schließmechanismus zu aktivieren. Yay! Los, los! Stopp. So, Kinderchen, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Reinschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao! Was für geile Choreografie, ne?